Erst Papa, dann Royal, Prinz Karl Philipp verspätet zu Termin. Familientrubel bei den schwedischen Royals. Prinz Karl Philipp von Schweden, 38, fühlt sich in seiner Rolle als zweifacher Vater offenbar pudelwohl. Das zeigen nicht nur die putzigen Fotos mit Ehefrau Sophia, 32, Alexander, 1, und Gabriel, die das Königshaus vor kurzem veröffentlichte, verschwitzte fast einen Termin, weil er sich erst einmal um den Nachwuchs kümmern musste. Eigentlich hätte der Kronprinz pünktlich zu einem rasanten Event erscheinen sollen, für ihn stand ein Treffen zum Testtag der Gewinner des Prinz Karl Philipp Ratzing-Pokals in Karlskoga an. Laut Expressen verspätete sich der sportbegeisterte Blaublüter aus einem süßen Grund, hatte erst noch Söhnchen in den Kindergarten nach Östermalm gebracht. Erst danach startete der 38-Jährige die dreistündige Fahrt zu seinem Termin und schaffte es noch rechtzeitig, um Probefahrten mit den Gewinnern des Preises anzutreten. Versteht die Familie eben noch vor den royalen Pflichten und privaten Vergnügen. Der Prinz, der auch ein großer Rennsportfan ist, gönnt sich aber auch Auszeiten für seine Hobbys. Kurz nach der Geburt seines jüngsten Sohnes hatte er an einem Autorennen teilgenommen. Wie findet ihr es, dass er Alexander höchstpersönlich zum Kindergarten bringt? Stimmt ab!